Ja gut, wenigstens mal was, was wir nicht haben wollen. Ich nehme es jetzt mal mit für den nächsten Raum. Einfach zum Spaß. Es ist ja eigentlich, es ist die... Oh, ich hasse die Viecher. Komm her. So. Da bringt's nichts. Den Schlüssel brauche ich da noch nicht einsetzen. Das lohnt nicht. Hi Sonic. Mir geht's eigentlich ganz gut. Oh. Nice. Komm, wir setzen es mal ein. Einfach mal zum Spaß hier. Weil wir es können. Hahaha. Skill, Leute. Skill. Okay. Ich will nach links. Haha. Gut, dass wir fliegen können. Oh, ich bin so froh. Okay, das ist der Bossraum. Jetzt haben wir schon zwei Optionen. Was hast du gesagt? Ich kann ja Fliege getroffen haben. So. Obwohl, die Fliegen tun uns doch eh nichts mehr, oder? Wir haben doch Skatol eh schon. Ha. Wow, das war knapp. Das war echt knapp. Okay, also hier könnte der Geheimraum sein. Ja, dieser nicht. Da oben könnte sein. Aber beim Itemraum ist so unwahrscheinlich immer. Sehr gut. Nee. Okay, ja, ist ein schönes Item. Auf jeden Fall. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich weiß nur nicht, ob ich... Boah, das wäre mit Maus viel einfacher. Boah, das... Habe ich so ewig nicht ge... Oh Gott, ey. Ich habe so ewig mit dem Epic-Fetus nicht gespielt. Ja. Ja. Komm, ich gehe davon aus, dass wir den Boss besiegen. Ohne Probleme. Dann machen wir jetzt erstmal schnell den Boss. Dim, 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 dim. Ja, kommt ein schönes. Ach, Hollow. Uah. Ah! Verdammt, ich habe mich einmal treffen. Leute. Okay, das war jetzt echt doof von mir, aber ich muss das jetzt drücken. Noch irgendwelche Fragen zu dem Run? Im Übrigen müsste das tatsächlich der 6. Herzkill werden, wenn wir das schaffen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir es schaffen, aber bis jetzt ist das ja... ah, unglaublich. Es ist aber ein bisschen schwer mit Epic Fetus zu spielen, muss ich sagen. Also, wow. Ja, das ist echt eine Sache der Gewöhnung, ne? So, was haben wir hier noch? Goldene Chest holen wir uns. Okay, der Matchstick ist jetzt relativ für den Arsch, ehrlich gesagt. Oh. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwerer. Timingmäßig. Ah. Bei denen echt blöd. So. Naja, nehmen wir mit, wir haben ja nichts anderes. Ach, das läuft. Das läuft so gut. Das glaubt man ja nicht. So, wir gehen trotzdem nochmal in den Shop. Auch wenn mir gerade noch eine Münze fehlt. Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, Mom's Purse. Das war Bad Gas, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Die Pille lohnt sich nicht. Wir bräuchten noch eine Münze. Verdammt! Ah, wir brauchen eine Münze! Der Matchstick sorgt dafür, dass man mehr Bomben bekommt am Ende der Räume. Oh, wo kriege ich jetzt eine Münze her? Ich habe auch nirgendwo eine liegen lassen, oder?
Ich denke, ich werde heute wirklich nur Isaac zocken. Verdammt, wir haben keine Münze. Ah, ist das ärgerlich. Mom's Purse wäre echt schon schön. Darum gucke ich nicht in die Räume rein. Verdammt. Ja, für uns ist natürlich mehr Bomben sowas von nicht mehr nützlich, aber nützlich, wisst ihr Bescheid. Ah, okay. Sebi und MC PvP, ich bin total gut da drin. Jetzt brauchen wir natürlich noch was, was unsere Explosion ein bisschen pusht. Komm. Geht doch. Komm. Das ist unglaublich, Leute. Ernsthaft jetzt. Nein, ich verzichte dankend. Erstmal die wir kennen. Und die wir nicht kennen. Das, ich hatte Tatsache... Oh, the Pretty Fly, wie geil. Ich hatte Tatsache überlegt, ob ich vorher den Spider-Mod installiere, einfach mal, um ein bisschen neue Items und so auszutesten, aber brauche ich ja gar nicht, seht ihr ja, es läuft ja auch so. Ach so, was renne ich eigentlich von den Fliegen weg? Sterbt. So, dann machen wir das mal so. Na, 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 da, 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 da. So. Alles gut. Alles super. Der beste Run ever und ich nehm's nicht auf. Doch, ich nehm's ja auch auf, aber das ist echt krass schon. Ach, wir waren ja noch gar nicht im Itemraum. Cool. Yamhart? Nein. Sehr nett, aber nein. Das Yamhart übrigens, für alle, die es nicht wissen, füllt ein Herzchen wieder auf, wenn man das so macht hier. Aber ich hoffe mal, dass wir das nie brauchen werden. So. Sicher nicht, dass er hier ist. Oh, was ist denn hier los? Hi, Greed. Tschüss, Greed. 50% Steam Sale. Und der Rusted Key. Der Rusted Key hat mittlerweile, keine Funktion mehr. Schade, schade, aber ist so. Na, 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 na. So. Ich will nicht, dass ihr in meiner Nähe explodiert, ihr blöden Viecher. So. Ich weiß nämlich nicht, ob die mir nicht noch was tun können. So. Das war günstig, was ihr da gemacht habt. So, und hier noch. Das
ist natürlich sehr geil, weil jetzt kriegen wir auf jeden Fall noch mal ein zusätzliches weißes Herz mit dabei. Das hat doch was. Wie jetzt? Ja, wird ein spannender Lauf auf jeden Fall. Wir brauchen noch den Supergeheimraum. Ne, den hatten wir auch schon. Wir haben alles. Im Shop war Greed. Da haben wir den Steam Sale. Eigentlich sieht die Itemliste ja echt schon äußerst nice aus, muss man ja mal sagen. So, na dann, auf in die nächste Ebene. Hab ich irgendwas vergessen? Nein. So, das ist übrigens der Vorteil in weißen Herzen. Nur falls das jemand noch nicht wusste. Wow. Wow. Das ist das Gefährliche am Epic Features übrigens, dass man sich mal eben schnell selbst in die Luft jagen kann, wenn man nicht aufpasst. Weil einmal kurz gedrückt und dann ist das blöde Ding da und alles ist scheiße. Oh, hi. Space Unicorn. Das müssen wir uns mal merken, dass das hier ist. Für den Fall, dass jetzt noch ein Automat, ein Blutspendeautomat kommt. So. Dim, dim, dim. Oh, danke, Fliegen. Sehr freundlich von euch. So, was ist hier drin? Herz ab! Ja, klar, nehme ich mit. Kein Ding. Das war ein bisschen mehr Speed, wenn ich mich recht entsinne. Ich müsste mal Platinum Gott nebenbei noch aufmachen. Platinum Gott. So, ich ziehe es euch mal kurz hier durchs Bild. Mach's mal ein bisschen kleiner. Müsste aber eigentlich mehr Damage machen. Ja, ich überspringe den Ladebildschirm mit Absicht nicht. Weil einige haben ihn ja noch nicht gesehen. Ja, 0,15 mehr Speed und kann über die 200% Speed gehen. Gut, also Bomben brauchen wir einfach nicht, da kann der Matchstick schön hier liegen bleiben. So. Sterben, bitte. Danke. So, gucken wir gleich mal in den Shop. Ach, der Kompass, schön. Das freut mich. Bombe brauche ich nicht, aber die Karte würde ich mir gerne angucken. Einfach nur um mal... The Devil. Mhm. Wollen wir mal gucken beim Teufel? Ach, verdammt, das war ja Death. Oh ja, jedes Mal. Ich mag die Karten nicht. Ich verkacke die sowieso immer. Aber man muss ja auch ein bisschen failen jetzt hier. Ansonsten denken hier alle... Ich hätte mir das ercheatet hier, so wie es gerade aussieht. So, was haben wir hier unten? Eine rote Truhe. Ach, süß. Zwei Spinnis. Komm schon. Geh sterben. So, was kriegen wir hier? The Fool teleportiert einen übrigens in den ersten Raum zurück. Ja, viel Spaß in der Schule. So. So. Natürlich kann uns unser Cube of Meat hier nicht wirklich viel helfen gerade, leider. Achso, wir sollten vielleicht auch mal zum Itemraum gucken gehen, ne? So spontan. So. Okay, was haben wir denn? Game Kit. Nee. Das ist das gleiche Item wie das Unicorn, nur in lustiger.
Ich hoffe, ich finde ein Arcade Room hier. Das wäre echt cool. Dann könnten wir nämlich echt ein bisschen zocken an den Dingern. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber ich glaube, Arcades müsste er mir auch anzeigen. Ja, spring mich aus dem Zimmer. Ach cool, der bleibt gar nicht drauf. Take it! Nein, ich mag das Gamecat nicht. Das finde ich gerade noch viel nerviger. Hört auf zu spucken. So. Tschick, tschick. Okay, das ist alles erledigt. Ja, ich probiere die Items noch aus, keine Angst. Ich hoffe nur, dass wir eventuell einen Arcade Room finden, weil wenn wir einen finden würden, könnten wir die beiden Items nämlich richtig gut ausnutzen. Aber jetzt lade ich doch lieber noch meine Karte da oben ein bisschen auf. Oh, hi. Oh, ich bin so doof. Das ist das Problem, dass ich jetzt einfach nicht vernünftig schießen kann. Komm mal her. So. Habe ich jetzt doch tatsächlich ein halbes Herz verloren. Ärgerlich. Jetzt dürfte übrigens Tatsache dann auch mal wieder ein Dingsraum kommen. Ich glaube, das ist die Entschädigung für die letzten Spiele, die ich hatte. Ganz links oben? Was ist ganz links oben? Was ist links oben? Oh, das war ja super Treffer. So, und wir haben keinen Arcade Room. So. Aktuell spiele ich tatsächlich mit Tastatur und Tastatur. Ich könnte natürlich auch theoretisch hier natürlich mit der Maus spielen. Das wäre bei dem ein bisschen einfacher. Vielleicht sollte ich das übernehmen jetzt für das Ding, aber man ist halt daran gewöhnt so. So, okay, dann würde ich sagen, zeige ich euch nochmal schnell die Items, wenigstens mal. Ich werde allerdings, obwohl doch, ich will nicht wieder zurücklaufen müssen danach, das ist das Problem. Wow, nicht die Bombe. So, also erstmal das hier. Sind wir unverwundbar? Ist ja gut. So. Und. Vor allem das Problem ist, wenn ich die Maus benutze, dann. Jetzt genau eins hoch. Ja, da waren wir doch schon drin. Ja. Das war hier, da war der Matchstick, oder? Ja. Ich kann da gar nichts einstellen bei dem Stream, lustigerweise. Gerade. Also, So, und jetzt zeige ich euch natürlich noch das Game Kit. Das ist jetzt Pac-Man. Ist auch Unverwundbarkeit. So. Bringt aber gar nichts. So, wir haben alle Items gelootet, dann killen wir mal den Boss, würde ich sagen. Einmal Boss-Kill bitte. Und ich könnte das jetzt tatsächlich alles mit der Maus machen. Und dann kann ich die auch viel, viel besser steuern. Steam nicht. Ach, bei Steam. Ja, das kann sein. Da habe ich nie was geändert. So. Aber ich bin bei Steam jetzt eh offline, weil wenn ich streame, gehe ich mit Absicht nicht online.